Einen schönen guten Tag, liebe Mitinsassen. Willkommen zurück bei Silent Hill 2 Remake vom Blooper Team im Gefängnis. Und da draußen vielleicht schon oder schlurft irgendwas rum. Wenn wir letztes Mal diesen Terror hier überlebt haben. Holy fuck. Ich finde den Gefängnisabschnitt haben sie richtig gut umgesetzt. Also ich bin sehr, sehr positiv begeistert. Und das zeigt nochmal, wie sehr das Blooper Team ihre eigenen Ideen und Vorstellungen mit in das Remake hat fließen lassen. Ohne dass das jetzt irgendwie zu sehr vom Original abweicht, aber nochmal, wie gesagt, eigene Ideen und Schlüssel? Ja. Ne, Quatsch, falscher Schlüssel. Eigene Ideen und Inspiration hat mit einfließen lassen. Finde ich gut. Also machen sie echt richtig nice. Ja, wie gesagt, bisher habe ich zum Remake nicht großartig was zu meckern. Wie gesagt, wir sind noch nicht am Ende des Spiels. Aber, ja. Wie schon öfters erwähnt, ich bin sehr positiv überrascht. Bisher kriege ich nicht genug von dem Spiel. Es ist halt wirklich... Wow. Ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt. Also, es hat für mich so wieder dieses Gefühl von... Das erste Mal, was ich hatte, als ich das Resident Evil 2 Remake gespielt habe. Ne? Von wegen... Du bist halt einfach geflasht von diesen Änderungen und Ideen, die die Entwickler haben einfließen lassen in das Remake. Und nicht einfach eine 1:1 Umsetzung gemacht haben, sondern dass es sich wirklich, wie gesagt, anfühlt. Von wegen, ja, man hat sich ans Original gehalten, aber da sind nochmal eigene Sachen, Ideen drin und... Was soll ich das nennen? Ja, eigene Ideen und Kniffe einfach drin, ne? Also von wegen, okay, wir haben hier dieses und jenes Rätsel oder diesen und jenen Kampf aus dem Original. Wie können wir diesen Kampf noch besser machen? Oder wie können wir dieses Rätsel einfach interessanter gestalten, ne? Dass man sich halt auch Gedanken einfach macht. Das finde ich halt irgendwo auch wichtig, wenn es jetzt darum geht, ein Remake zu erschaffen. Weil ein Remake ist ja, wie gesagt, im Vergleich zu einem Remaster nochmal etwas Einzigartiges oder Neues, wenn man so möchte. Weil man hat ja dadurch auch wesentlich mehr Spielraum, sag ich mal. Bei einem Remaster sollte es einfach eine 1:1 Umsetzung sein, wo gewisse Sachen einfach nochmal etwas überarbeitet wurden. Aber ein Remake ist ja nicht nur einfach nur eine Überarbeitung, sondern wirklich ein... Wie soll ich es nennen? Fast schon neues Spiel, da sich natürlich am Original orientiert, aber deswegen nennen sie die Spiele zum Beispiel halt auch nicht Remake. Also beim Final Fantasy 7 hat Square Enix das natürlich gemacht, Final Fantasy 7 Remake hieß es, aber im Prinzip waren ja auch viele Sachen drin, die es halt so im Original halt nicht gab. Und das finde ich halt auch sehr gut, wenn das ein Entwickler halt macht. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wo bin ich gerade? Okay, da bin ich durchgegangen. C4. Kann ich jetzt hier die Tür hier öffnen? Oder wie ist das hier? Hier sind wir noch zu. Ich habe ja den Schlüssel schon verwendet für Trakt D. Das ist jetzt einfach ein Shortcut. Aber ich habe jetzt hier auch nicht irgendwas gefunden, was mich hier weiterbringt. Aber ach, hier. In dem Raum war ich noch nicht. Behelfsmesser. Was fange ich denn damit an? Will mir noch nicht so gerade in den Sinn kommen. Schade, dass du es nicht gefunden hast. Ich dachte, du kennst das Gefängnis besser als ich. Jetzt ist es zu spät. Ich gehe spazieren. Kluger Junge, hier ist deine Belohnung. Ich gehe einen guten Freund besuchen. Wir können beide ein Bad gebrauchen. Ein Bad also? Bedrohliche Notiz. Ja, allerdings. Okay, kann ich damit irgendwas öffnen? Vielleicht die Zelle C4. So klick, klack und so. Gucken wir gleich mal. Dass hier überall alles rumkreucht und fleucht, ne? Das macht mich richtig nervös. Weil hier überall irgendwie Gegner sind. Da an der Decke hängt auch noch einer. Na mach, James. Bleibst jetzt tot, ja? What?
Übers wo? Ja, die können halt auch an den Wänden klettern. Da. Hui. Flatsch. Das hört sich einfach so widerlich an. Ah, okay, das Behelfsmesser ging. Ich will doch einfach nur ein Gewicht finden, mehr ist es doch gar nicht. Nur deswegen bin ich hier. Hier haben wir noch einen Zettel. Er kommt. Ich weiß, dass er kommt. Die Gitterstäbe, die Wände, sie können ihn nicht aufhalten. Er wird reinkommen, er wird reinkommen. Ich habe noch Zeit. Ich kann es schaffen. Ich bin fast durch. Aber er ist da. Ich kann es spüren. Er kommt, um es zu beenden. Soll er nur kommen. Okay, mutig. Alter, irgendwas stimmt mit dem Sound nicht. Okay. Meine Spracherkennung. Ich bin gerade total. Ist das vom Spiel so gewollt, dass das Radio jetzt hier so abgehackt ist? Das ist nur auf meinen Ohren so. Okay, ansonsten ist hier gar nichts. Ah, doch hier. Eva. Oh. Das war aus Reflex. Steht dort. Bam. Niedergeschossen. Holy fuck. Macht das Ding auf und dann steht der Gegner da halt. Okay. Da noch irgendwas. Guten Tag, die Frau. Na los, schalte 50 Gegner mit Trittattacken aus. Das Achievement habe ich schon gekriegt. Warum kriege ich das denn jetzt nochmal? Ist egal. Ach so, weil letztens die Synchronisation mit Steam ausgeschaltet war, beziehungsweise unterbrochen mit der Cloud-Synchronisation. Ja, weil meine Internetleitung ist natürlich immer noch nicht wiederhergestellt. Also wenn ihr das Video jetzt seht, vielleicht schon. Aber ja, ich musste Steam halt den Offline-Modus benutzen und dann war die Synchronisation halt ausgeschaltet. They won't save us. Sie werden dich nicht retten. Wer denn? Ja, hier gibt es gerade so ein unangenehmes Geräusch. Vom Licht wahrscheinlich. Wo bin ich denn jetzt? Mal kurz auf die Karte gucken. Kleiderraum. Ah, okay. Ich bin auf der anderen Seite. Wahrscheinlich kann ich dann jetzt den Durchgang zwischen C3 und C4 öffnen. Und wahrscheinlich kriege ich dann gleich das Gewicht, würde ich jetzt mal schätzen, weil da bin ich ja auch fast schon aus dem Trakt hier raus. Eine weitere Spritze. Injektion 22. Also eine Heilung mangelt es gerade halt echt nicht. Munition ist auch in Ordnung bis gut. Könnte natürlich immer ein bisschen mehr sein, aber es passt schon. Ich habe es dir gesagt. Du wolltest nicht hören. Er ist hier. Wer ist denn er? Wird mit er die ganze Zeit auf Pyramid Head angespielt? Warum sind alle anderen Pyramid Head? Das ist halt auch so ein Ding. Pyramid Head ist ja James. So. Und einfach mal, um sicher zu gehen. Sind alle tot. Hab ich die getötet? Nee. Au. Okay. Ich habe eine ganz blöde Vermutung. Ja. Wahrscheinlich finde ich jetzt das Gewicht und dann wachen die Gegner alle auf und wollen wir ins Leder. Safe. Also definitiv wird hier gleich irgendwas passieren und die Gegner liegen nicht einfach nur so zum Spaß rum. Das ist ein bisschen wie in Dead Space, wenn dann Gegner auf dem Boden liegen, dann weißt du auch ganz genau, okay, gleich passiert was. Und ich glaube,
selbst wenn ich auf die Gegner einprügel, bringt das nichts. Weil, ja, ich glaube, die werden durch ein Event halt wieder zum Leben erweckt. Also, es ist ja meistens so, und in Resident Evil ist es, glaube ich, auch der Fall. Die Gegner sind halt nur wirklich tot, wenn die halt so eine Blutlache unter sich haben. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier auch so der Fall ist. Ich nehme es mal an. Ah, guck mal, wieder ein Easter Egg, die Tafel. Ich kann auch echt nicht aus dem Kopf sagen, welche Tafel das ist oder wie die heißt. Also, das, da habe ich keine Ahnung. Springen wir einfach mal hier rüber. Zack. Ich kriege hier sehr viel Munition, ne? Das wird auch noch einen Grund haben. Ja. So, alle Ecken absuchen. Sehr, sehr wichtig. Okay, ich kann mich zwar da durchquetschen, bringt ja aber nichts. Ich kann ja auch so auf die andere Seite. Oh nein, nicht so. Wollte hier rüber. Okay, ich glaube, das war's an Munition. Ah, wieder eine Lochpfeifen. Da ist das Gewicht drin. Komm, James, du kannst das. Löcher sind dein Ding. Das klang jetzt irgendwie falsch. Na, da ist es doch. Und wie ich es mir gedacht habe, wachen die Gegner wieder auf. Hm, sag ich ja. Aber komischerweise nicht alle. Gegen alle zu kämpfen macht halt absolut keinen Sinn, deswegen Flucht ist die bessere Lösung. Oh shit. Kacke. Was sind die denn so schnell? Mich hier raus. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Karte, wo bin ich? Ich muss jetzt schnellstens einen Ausweg finden. Ich kann aber auf die Karte nicht gucken und die Gegner halten an. Das geht nicht. Ich muss irgendwie einen Safe Space finden, aber wohin? Die Frage. Also sie kommen definitiv. Wie lang? Nee, Sackgasse. Ich habe auch schon gemerkt, Speicherraum hält die Gegner nicht davon ab, hier reinzukommen. Oh, irgendwie doch. Aber gut, ich habe nochmal gespeichert, falls ich sterbe. Dann ich jetzt wieder hier, aber. Fuck! Daneben. Alter, tripp sie doch! Meine Fresse! Das gibt's nicht! Oh Gott, geh kacken, Alter! Der Ausgang. Nein. What? Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist richtig schlimm, wenn du die Karte nicht kennst. Ich muss hier den Gang entlang. Einfach den Gang hier. Scheiße. Komm bitte, sei auf. Aus irgendwelchen Gründen. Nein. Wow! Motherfucker! Alter! Ich hasse diese Viecher ohne Ende. Alter, das sind die schlimmsten Gegner im Silent Hill Zeugen, ganz ehrlich. Ein absoluter Hassgegner jetzt. Gehen halt gar nicht klar. Vor allem wie viele. Was zum Teufel? Ich hab das Gewicht da, was soll ich jetzt tun? Komm ja nicht raus. Duschen, ja.
Das hat ja keinen Sinn, gegen die zu kämpfen. So gar nicht. Okay, ich muss hier runter. Einfach raus. So, bitte Licht an. Danke. Okay, wo war denn nochmal der Raum mit den Gewichten? Das war... Okay, ich bin komplett falsch. Hier lang. Manchmal musst du dich irgendwie 2 Pixel bewegen, damit überhaupt James mit dem Schalter oder mit sonst irgendwelchen Objekten interagieren kann. So, die Interaktionspunkte sind einfach so genau. Ich spamme manchmal die E-Taste und der tut einfach nichts. Sag mal! Die Schnauze voll von dir! Nö, da tritt ich nochmal extra zu. Das gibt's nicht. Meine Heilung ist fast leer. Ja, okay. Doch nicht. Ich hab gedacht, ich hätte weniger. Okay, ich hab nichts gesagt. Mein Fehler. So, einfach mal Gewicht hier so hin. Hallo? Nee. Welche Türen fehlen noch? Also, in der Tür mit dem Bulle war ich gerade drin. Die Schlange haben wir auch. Fehlt nur noch der Vogel und der Eber. So. Eber. Keine Ahnung, ob die Ebertür die finale ist. Ich glaube zwar nicht, aber sehen wir dann. So, die müsste gleich hier rechts sein, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja. Einfach mal durch, bitte. Ich liebe das Radio. Guck mal, der steht da vor der Tür und wartet. Blöd nur, dass die Tür nicht aufgeht, ne? Was sagt denn die Map? Findest du Luke 1F, Eberbereich. Ja. Der Eberbereich. Sonntag, morgendlicher Rundgang. Vorfall in der Krankenstation D183 hat das medizinische Personal angegriffen und versucht, Medikamente zu stehlen. Die Situation ist unter Kontrolle. Mittagsrundgang. Es gibt Gerüchte, dass sich Krankheit unter den Gefangenen ausbreiten. Ich habe sie an die Verwaltung gemeldet. Nachmittagsrundgang. E130 hatte einen Hustenanfall. Er meldet sich beim medizinischen Personal. Abendrundgang. Da endet der Text. So, das Geräusch, naja. Wäre natürlich mittlerweile so ein kleiner Trophy Hunter, wenn ich jetzt Silent Hill nach meinem zweiten Durchgang spielen werde. Ich da mal gucken, weil da gab es ein Achievement, das ohne Radio zu spielen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob ich das hinkriege und wie das wird. Das ist halt schon eine enorme Hilfe. Kann mir aber auch, wie gesagt, gut vorstellen, dass es auch ohne gut funktioniert. Na, komm. Die Typen, ey. Die Wachen halten uns für Leprakranke. Keine Ahnung warum, aber sie bleiben weg. Gut so. Lepra? Ja. So. Man weiß halt nie, was hinter der nächsten Ecke lauert. Lieber mal die Waffe zur Hand nehmen. Gott. Eva, okay, damit kann ich. Das schaffe ich. Weiß aber halt nicht, was in den anderen Räumen noch so ist.
Jetzt. Wo ist er hin? Nerv nicht. Hier kein Gegner drin. Hier ist zu. Hier ist auch zu. Okay. Wow, wow, wow. Was? Wo? Gott. Bitte was? Wer? Hallo? Brauchen Sie Hilfe? Alter, das Geräusch gerade eben oder der Schrei, was auch immer. War das schlimm? Ich habe mich gerade wirklich erschreckt. Du Kacke. In Resident Evil gibt es ja die Safe Rooms, ne? Wo man eigentlich davon sicher ausgehen kann, dass kein Gegner dich da irgendwie großartig belästigt. Aber das ist in Silent Hill 2 Remake nicht der Fall. Da scheißen die Gegner drauf. Die denken sich, oh ja, okay, ich komme trotzdem mal rein und sag hallo, auch wenn du speicherst. Das ist richtig mies. Gut, da brauche ich mal wieder einen Schlüssel, den ich nicht habe. Ernte, was du gesät hast. Reap what you saw. Er hat sich eingeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Keiner der Oberwärter hat einen Ersatz, aber ich weiß, es gibt einen. Er ist wegen der Krankheit völlig durchgedreht. Mal sehen, ob die Oberschwester einen hat. Er denkt, dass er da oben sicher ist. Er wird bekommen, was er verdient. Okay, hat sich was aufgeschrieben. Da ist die Schwester. Guten Tag. Nimm's mit. Dieses Geschlurfe und Geschmatze der Gegner, das ist vollkommen übel. Bezüglich des Berichts über die medizinischen Notfalluntersuchungen. Die Schlussfolgerungen, die im Bericht präsentiert werden, sind falsch. Die Gefangenen sind krank. Die Untersuchungen sind so lange zu wiederholen, bis der Zustand diagnostiziert ist. Bei Bedarf sind invasivere Methoden anzuwenden. Wir müssen die wahre Natur dieses Leidens verstehen. Alles andere ist zweitrangig. Okay. So, noch mal ein bisschen Munition eingesackt. Ansonsten ist nichts hier. So, mal kurz einen Map-Check machen. Wo bin ich gerade? Gut, die Toiletten haben wir abgecheckt. Da bin ich durchgegangen. Ja, das ist relativ überschaubar. Dieser Bereich hier ist relativ klein. Also, so viel zu entdecken gibt es hier nicht. Das heißt, ich muss da irgendwie reinkommen. Ah! Das ist auch ein Easter Egg. Da muss man das Hufeisen kombinieren mit so einer Wachsfigur und Feuerzeug. Und dann kann man hier durch den Boden. Das ist durch die Luke. Ja, ist cool, dass die hier auch noch ist. So verlässt man im Prinzip den Bereich des Gefängnisses. Ja, der Fernseher kann ruhig anbleiben, das stört mich jetzt nicht. Okay, das ist einmal hier rum. Okay, sehr straightforward der Weg. Super, 12 von denen. Neue Verhaltensregeln, gültig ab sofort. Ich habe gedacht, das wäre ein guter Plan, ein bisschen Schrotmunition zu sparen, aber... Okay, ich glaube, das reicht.
Naja, hat mich getäuscht. Die halten halt einfach zu viel aus, als dass ich die mit der Pistole irgendwie umbringen könnte. Neue Verhaltensregeln, gültig ab sofort. Die Wachen müssen jederzeit Abstand zu den Gefangenen halten. Jeder Versuch der Gefangenen, sich den Wachen zu nähern, wird mit sofortiger disziplinarischen Maßnahmen geahndet. Die Gefangenen werden bis auf Weiteres in ihren Zellen festgehalten. Ja, Quarantänemaßnahmen. Damit die Krankheit sich nicht ausbreitet. Weil mit einer Krankenschwester, wenn die auch noch so ein bisschen, wenn die alleine ist, geht's, aber das waren ja gerade zwei und sie jetzt gegen drei Stück. Das wäre ein bisschen viel gewesen. Vor allem die mit dem Messer, die sind ja auch stärker. Ne? Das kommt ja auch noch hinzu, also die machen wesentlich mehr Schaden, wie die mich grabben. Und schlitzen mich da halb auf. Dann kann ich davon ausgehen, dass die nächste, die mich kriegt, mich umbringt. Und dann bin ich schneller tot, als ich gucken kann. Oh, hier war noch Zeug drin. Einmal das. Achso, okay. Das sind nur medizinische Sachen, aber sonst nichts von Belang. Wusste ich, da kann ich gar nicht durch. Mach mir einfach einen eigenen Weg. Okay, einmal nachladen. Da ist der Schlüssel, perfekt. Dann haben wir den schon mal. So, das nehmen wir mit, hier machen wir auf. Und dann müssen wir jetzt wieder zurück zur Tür. Und dann können wir einen Bereich weiter hoch, war es, glaube ich. Wo war denn die Tür? Ich glaube am Ende des Ganges, hier. Ah, hier vorne. So, das ist zum Lesen, ja klar. Okay, der untere Bereich, der ist wie gesagt relativ kurz. Aber voll mit Gegnern. Ich hoffe mal, jetzt wird es ein bisschen ruhiger, aber das bezweifle ich. Also dieser Gefängnisabschnitt hier, das komplette Gefängnis ist super intensiv, was Gegner angeht, dass es absurd viel hier rumläuft. Da schluft der nächste Gegner weg. Ist das ein Shortcut? Ja, guten Tag. Hier bin ich wieder. Ah, ah, ah. So, einmal noch. Nice ass, by the way. Das würde ja auch bedeuten, ich kann auch rein theoretisch durch diese Tür raus. Also, ich muss nicht nochmal komplett den Weg runtergehen durch diese Ebertür, sondern kann auch rein theoretisch durch den anderen Zellenblock. Weiß ja nicht, ob dieser Weg wesentlich kürzer und ungefährlicher ist, aber möglich wäre es halt. Wenn ich das wollen würde. Vielleicht macht es auch am Ende des Tages auch einfach mehr Sinn. Weiß ich nicht. Er zückt die Waffe, warum? Da. Vor der Tür, vom Fenster. Alter, was ist das für ein Text? Ist ja wild. Okay, kann ich nochmal speichern, das mache ich gerade. Wie gesagt, das Spiel hat nur an gewissen Stellen zwischen Speicher, das ist wichtig halt auch, Speicherplätze zu nutzen. Ist ein bisschen wie bei Resident Evil 4. Es speichert ab und zu zwischen, also das Remake. Aber ab und an lohnt es sich vielleicht da doch nochmal an die Schreibmaschine zu gehen, einfach um sicher zu sein. Quicksave-Funktion wäre natürlich cool, auf eine Taste gelegt oder so. Das kann man theoretisch, glaube ich, auch irgendwie modden. Aber ich wüsste jetzt persönlich nicht wie. Ja, okay, aber was mache ich jetzt hier? Also. Schreibmaschine. Irgendwas hat es mit der Schreibmaschine auf sich. Muss ich da irgendwas tippen? Kann ich das überhaupt? Guck mir die Schreibmaschine nochmal an. Schreibmaschine. S. B. C.
Ja. Ja, einfach sick schreiben, so wie es draufsteht. Leichtes Gewicht. Okay, haben wir. Perfekt. Ich muss hier nochmal kurz einen Break machen, aber bin sofort wieder für euch da. So, da bin ich wieder. Also, wir haben das Gewicht. Ja, rein theoretisch auch wieder gehen. Machen wir das mal. Ich bin gespannt, ob jetzt auch mir auch nochmal wieder Horden von Gegnern in den Weg geschmissen werden oder ob ich jetzt hier einfach mitlaufen kann. Meine Vermutung heißt nein. Alter, auch dieses Kreuz hier, ne, mit... Sieht einfach so cool aus. Aber ich bin direkt über dem Raum, wo ich auch das Gewicht hinbringen muss. Frage ist, was ist mit dem anderen Raum da hinten, der zu ist? Von der Seite aus komme ich definitiv nicht dahin, also ich brauche irgendwas, um den aufzumachen. Aber ich komme auch so nicht raus, glaube ich, oder? Weil der Weg unten, das ist durchgestrichen. Tür ist zu. Das heißt, ich muss rein theoretisch schon wieder die Treppe runter. Das würde ja bedeuten, einfach geradeaus und dann runter. Okay, dann gehen wir einfach den regulären Weg zurück, den wir hier auch gekommen sind. Ich glaube, das macht es einfacher. Da wagen wir hier keine großartigen Experimente, die mich am Ende in Schwierigkeiten bringen, beziehungsweise vielleicht umbringen. Sondern dass ich einfach straight wieder den Weg zurückgehe, den ich gekommen bin. Weil die Tür ist ja auch noch offen und Stirnkommod, das passt so. Nur der eine Raum mit dem Gegner, der irritiert mich immer noch so ein bisschen. Weil ich da halt nicht reinkomme. Also wisst ihr, welchen Raum ich meine? Da vorne? Ja, Lagerhaus. Aber es gibt eine Tür. Weiter hinten. Hier werde ich noch auschecken, vielleicht komme ich trotzdem rein. Ja, genau. Hier. Und dann jetzt hier die Tür. Ist offen. Okay, ich kann rein. So, komm, zeig dich. Oh, hinter mir. Uiuiui. Rein. Weg mit dir. Okay, das war gut. Hoffen wir mal, der ganze Act hier hat sich gelohnt. Schließen erstmal auf. Da liegt noch ein Bild. Old Man's Always Prepared. Ein alter Mann ist immer vorbereitet. 21. Das war's? Ne, da liegt noch Munition. Okay. Wird farblich schon hervorgehoben. Manchmal sieht man sie aber auch im Eifer des Gefechts nicht immer ganz gut, finde ich persönlich. Das Spiel verlangt von dir halt auch noch dann zusätzlich, dass du dich halt auch noch mal ein bisschen weiter umguckst, ne, im Raum. Finde ich auch ganz gut gemacht, also von wegen hier halt mal die Augen offen, da könnte vielleicht noch irgendwas sein an Items, also Heilung, Munition etc. Dass es dir das halt auch nicht zu einfach macht. So wie es aussieht, fehlt noch ein Gewicht, dann haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir es federleicht machen. Dann nehmen wir nämlich alle Gewichte. Legen. Ne, wir müssen es jetzt auf die andere Seite richtig erschweren. Ah, ist zu schwer. Okay, warte, haben wir gleich. Nein, reicht nicht. Oh, wobei, warte mal, das ist schon... Das Gewicht ist es wahrscheinlich, ne? Ich muss es irgendwie noch ausgleichen. Okay.
Overload. Schon, das kann doch nicht so schwer sein. Ah, es ist halt. No. Okay, ich mach das Offscreen bis gleich. Okay, ist geschafft. So sieht das Ganze hier aus. Einfach das blutige Gewicht nach rechts, also auf die rechte Waagschale und den Rest auf die linke. Okay, letzte Tür. Ich speichere hier gerade nochmal. Falls unvorhergesehene Dinge passieren, man weiß ja nie, wie stürzt ab oder sonst irgendwas. Ja, großartig, das klingt ja hervorragend. So, Schnauze hätte ich gesagt. Rein hier. Ab in den letzten Raum. Großartig, ich komme nicht mehr zurück. Das Spiel will mir eindeutig sagen, ich muss hier durch diesen Höllenschlund durch. Also, viele Abteile gibt es hier. Gut, wissen wir nicht, bis wir nicht oben waren. Na gut, wir gucken uns erstmal hier um. Mal sehen, was hier ist. Gut, die Tür schon mal zu, da komme ich nicht rein. Dieser Bereich hier ist relativ groß. Ein paar Zellen noch dazu. Ah, hier liegt was. 14 Rings und 22 Injektionen. Okay, da ist ein Raum mit Stacheln. So eiserne Jungfrau mäßig. Ja, was? Da ist das Gewicht. Aber wie komme ich rein? Ich meine, unten sind keine Spitzen. Zumindest sieht es nicht sehr spitz aus, aber die Wände. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass wenn ich da reingehe, die werden mich zerquetschen. Wenn ich da rein? Wow! Ja. Du, Alter. Das ist frech. Ich würde mich einfach nur hier rumgucken. Okay, James kann einfach hier reinlaufen. Na gut, der Button. Ja, die sind nicht so wirklich spitz. Aber die Wände sind spitz. Okay. Na, die Zelle ist leer. Irgendwo ist noch jemand. Hinter der Wand vielleicht. Leuchtet rot. Ist hier noch ein Speicherpunkt? Oder was ist hier? Strange. Mach mal die Zellentür auf. Ach, geht gar nicht. Okay. Ja, könnte hochklettern. Ich meine, ich habe noch nicht alles untersucht, aber warum nicht? Wenn hier schon eine Leiter ist, nehme ich sie mal. Ach, das Licht über der Tür. Das, das hat geleuchtet. Ach so. Ah, hier bin ich. Das ist die Tür, okay. Das ist die Tür, womit ich jetzt hier rauskomme. Beziehungsweise die Leiter hier, die muss ich nehmen, um aus diesem Trakt zu entkommen. Weil der eigentliche Eingang, habt ihr vorhin gesehen, wurde zugeschüttet. Kein Durchkommen möglich. Ja. Okay. Aber noch habe ich leider keine Ahnung, wie ich an das Gewicht komme. Das ist leider auch noch Zukunftsmusik. Na, komm raus. Bam. Rotkugeln zwei Stück. Nice. Ich bin aber nur 6 rein. Dann habe ich noch eine auf Tasche.
Den Erste-Hilfe-Drink, den nehme ich mit. Gesundheitsdrink, sorry. Okay, es sind nur die Gegner hier. Aber reicht ja schon. Der Gegner liegt da so komisch in der Ecke, dass James ihn nicht treten kann. Strange. Wir hauen auch nochmal eine ins Gesicht. Wow, wow, wow. Ganz ruhig. Okay. Hier werden wir fertig. Gut. Das war geschafft. So, war jetzt noch hier was an der Zelle? Nee. Ah, super, hier ist gar nichts. Ja, eine weirde Zeichnung an der Wand. Ebenfalls. Lauter Bücher. What? Ah, wie im Original. Da hört man irgendein Monster oder irgendwas. Dass die ganze Zeit irgendwas labert. Aber ich habe keine Ahnung, was. Aber ich glaube, hier wurden... Es wird mit dem Remake leider nicht besser. Ich verstehe nicht, was dieser Raum soll. Und was diese Stimme sagt. Ich hab da auch noch nie nachgeforscht oder mal bei meinem guten Freund Silent Horn ist die nachgefragt, was das Ganze hier zu bedeuten hat. Vielleicht weiß er ja da was. So, was haben wir hier? Aufgrund der jüngsten Gewalttätigkeiten zwischen den Insassen wurde der Gefangene D239 in Einzelhaft in Zelle F6 verlegt. Okay, F6 hat er sich notiert wahrscheinlich. Oh, das können wir aufmachen. Zack. So, ist hier noch was zum Mitnehmen? Nö. Ah, doch, hier. Okay, F6. Wo war denn F6? F5 ist auch zu, F6 ist jetzt offen. Ach so, das war die... Ah, das war... War das nicht die Tür hier mit dem Gewicht? Ja. Ich hab so ein ungutes Gefühl dabei. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir so leid. Ich konnte nicht zulassen, dass sie dich mitnehmen. Und jetzt bist du... Bist immer noch dort, oder? Das ist das Gewicht. Ich hatte schon so eine üble Vorahnung. Jetzt. Und die werden jetzt näher, oder? Was passiert hier gerade? Lass mich raus. Zum Henker ist gerade passiert. Ich frage es gar nicht. Können wir die Zelle auch öffnen? Da nicht irgendwie eine Möglichkeit? Warte mal, hier. F5 geht noch. Ist aber nichts. Weiß nicht, ob sich das lohnt, hier reinzugehen, ob ich hier noch auch eingesperrt werde. Ich kann raus, okay.
Gut, die Wände wollen mich nicht ermorden. Das finde ich schon mal sehr, sehr löblich. Aber jetzt ist FC... Achso, ich muss durch F9 durch und dann hoch. Genau, dann haben wir es geschafft. Alright. Fehlt noch was? Überleg gerade. Ich habe hier alles abgesucht. Dann... Nee, F4 fehlt noch. Warte mal. Wäre dann hier der Raum. Fliegende Frau. Okay. Verstehe ich nicht ganz. 436 Zuschauer bei einem Konzert. Brennender Mann. Weirde Kunst. Ja, okay, dann haben wir diesen Raum uns auch mal angeschaut. Ja, das wären soweit alle Zellen. Dann sind wir hier fertig. Gut, dann gehen wir hoch und geben das letzte Gewicht in die Waagschalen. Bin ja mal gespannt, was dann passiert. Ja, das rote Licht eben hat mich so ein bisschen irritiert, aber das ist über der Tür hier, das da. Okay. Jetzt haben wir nur noch einen Gang, und zwar geradeaus. Alle Gegner sind tot. Oh nee, bitte nicht. Gott, mir schwant Übles. Richtig übel. Oh scheiße, es ist hell, er leuchtet hier in der Mitte. Ich würde sagen, ich speichere nochmal, ne? Ich weiß nicht, was jetzt passiert, wie gesagt. Lass mich vom Remake gerne überraschen. Aber ich müsste jetzt, glaube ich, dann gleich den Hebel bekommen. Alle Gewichte ablegen. Oder muss ich ein Gleichgewicht schaffen? Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, ich muss ein Gleichgewicht schaffen in die Mitte. Schwert hin. Okay, dann wollen wir mal. Das ist jetzt mal so Trial and Error. War schon mal nicht richtig. Schon. Das ist halt auch so, ne? Jetzt haben wir's. Galgenhebel. Ah, jetzt kommt das Galgenrätsel. Wie ich darauf halt einfach keinen Bock hab, ne? Ach so funktioniert das hier jetzt. Ich muss den restlichen Text ergänzen. Lesen wir erstmal, was da steht. Ich will keine Gnade, meine Tat ist bekannt. Ihr wisst, es ist wahr. Ich legte den Brand. Die Nonnen, sie quiekten, die Kinder daneben. Niemand von ihnen entkam mit dem Leben. Hey. Du warst immer gut zu mir. Du warst mein Lebenselixier. Schrecken steht dir im Gesicht. Warum, fragst du, warum denn nicht? Ich bin blitzschnell aufgebrochen. Mein Opfer blank bis auf die Knochen. Es kümmert mich der Tugend wert, solange sich mein Reichtum mehrt. Und die muss man dann... Okay.
Die Wahrheit ist zerstört. Ich zerstörte nicht. Als meine Klinge schnitt ihr Gesicht. Kannte die Regeln, sie waren ganz klar. Wer sich gegen mich stellt, dessen Ende ist nah. Mein liebes Kind, du kannst nicht mehr fliehen. Sie hatten kein Recht, dich mir zu entziehen. Still, kleines Baby, schließ die Äuglein, die frommen, wenn ich es nicht kann, soll dich niemand bekommen. Wenn du es dennoch wissen musst, ich tat es nicht aus Herzenslust. Denen ist es nur ein Laib Brot für mich, der Weg aus Hungersnot. Ich bedauere den Tod der Kinder sehr, doch auch ihre Peiniger sind nun nicht mehr. Die Nonnen, sie quälten kleinen Seelen, können sie keine Unschuld mehr stehlen. Tja, weiß ich jetzt nicht. Schwierig zu sagen. Also ich hätte eher gesagt, das da passt dahin. Stahl eines anderen Brot. Hier war auch was mit Brot. Hier. Könnte vielleicht sein, dass es dahin passt. Was haben wir hier? Recht habt ihr, ich nahm das Kind, fuhr mit ihr schnell wie der Wind. Sie schrie nicht und sie weinte nicht, denn ich war ihr Vater, ihres ein vertrautes Gesicht. Liebes Kind, recht sich zu entziehen. Ja, das könnte hierhin passen. So, was haben wir hier? Sonne küsst den Horizont, ich zerschnitz den Zaun gekonnt. Auf die Tür und schnell herein. Deine Schätze sind nun mein. Ja, Dieb. Klingenschnitt Gesicht, das passt nicht. Wird schnell aufgebrochen, mein Opfer blank auf die Knochen. Ah ja, ist blank bis auf die Knochen, das könnte hierhin passen. Mutter, liebste Mutter mein. Deine Liebe war so rein. Warum, mein Sohn, sagst du nur, als mein Messer in dich fuhr? Alter, das ist so übel. Klinge ihr Gesicht. Lebenselixier. Warum denn nicht? Ja, okay, dann das Letzte. Ich lese auch nochmal das Letzte vor. Ich wartete lang, ich ließ mir Zeit, mein Herz voll Zorn und Bitterkeit. Der Mann schien, er sah mich nicht. Er bekam, was er verdiente, der elende Wicht. Okay, das kam unerwartet. Ich habe einfach mal random an dem Strick gezogen, jetzt bin ich hier. Kann M drücken, ich habe keine Karte. Vielleicht waren die Tafeln richtig und ich musste einfach an irgendeinem Strick ziehen. Ich habe leider keine Ahnung. Also im Original Silent Hill läuft das anders. Man hat quasi Körper, die haben einen Text. Und anhand dieses Textes muss man den Galgen ziehen, wer schuldig ist und wer nicht. Ah, okay. Ich habe eine grobe Vorahnung, wo ich bin. Oh, scheiße. Zeit wieder zu springen, würde ich sagen. Machen wir das mal. Oh, scheiße, der Sound alleine schon. Das ist leider echt ziemlich übel. Okay. Das sieht eigentlich eher aus wie ein weiteres Loch. Oh, boy. Ich weiß doch, im Original Silent Hill 2, wenn man immer wieder vor so einem Loch stand und dann gefragt wurde, willst du da reinspringen? Ich dachte mir wirklich jedes Mal so, ey, ich krieg so wirklich Gänsehaut, da in irgendein tiefes Loch zu springen. Das würde mir die Ultra-Creeps geben. Ich will das einfach nicht.
Aber James hat keine andere Wahl, tiefer in die Hölle abzusteigen. Alter, das Sounddesign dieses Spiels ist so fucking gruselig und so großartig. Ich liebe einfach so vieles an diesem Spiel. Atmosphäre ist halt einfach 1000 von 10. Jetzt hat noch so ein Geräusch gefehlt von wegen Ding. Bitte aussteigen. Oh Gott. Ja, das müsste dieser weirde Gang sein, wo man, glaube ich, auch die Drahtschere braucht und so weiter. Wo wir dann später den Raum von Pyramid Head finden. Aber wir sind schon gleich bei einer Stunde, deswegen machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Und ich sage vielen Dank, dass ihr bei dieser Episode von Silent Hill 2 Remake dabei wart von Bloober Team. Wir machen das nächste Mal hier weiter im, ja, Abgrund der Hölle. Dann werden wir uns noch hier durch das Gefängnis begeben. Also wir sind noch im Gefängnisabschnitt. Ja, und sobald wir das Gefängnis geschafft haben, ist auch fast schon das Spiel vorbei. Also beziehungsweise es kommt noch ein bisschen was. Aber ich sag mal, ja, wir nähern uns schon so langsam der, ich würde mal sagen, 70% Marke vom Spiel. Und dann seid gespannt, auf was für Änderungen wir hier noch treffen werden im Remake. Und dann, wenn ihr mögt, lasst mir gerne einen Kommentar, ein Däumchen nach oben da und abonniert den Kanal für mehr Horror-Content. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann.